Was geht, Joking? Es ist wieder hier und ja, wir spielen Modern Warfare. Wie es dazu kommt, keine Ahnung. Ich bin eines Tages nach Hause gekommen, hab die PS4 angemacht und nach 6-7 Stunden ist mir aufgefallen, ich spiele Modern Warfare seit 6-7 Stunden und das habe ich so davor nie hinbekommen. Ich bin nach einer halben Stunde wutentbrannt aufgestanden, war den Rest des Tages angefressen und habe mir geschworen, danach meistens auch das Spiel nie wieder zu spielen. Das war ein langer Satz. Naja, ich würde sagen, reden wir nicht drum rum und springen direkt in die erste Runde. Bis gleich. Modern Warfare. Keine Ahnung. Irgendwie. Oh, schön. Ich wusste es, dass ich da wieder angeschossen werde. Ganz langsam. Gut, niemand. Keine Ahnung. Ich nehme das zurück mit gut niemand. Gut, du bist tot. Naja, warum spiele ich irgendwie in letzter Zeit sehr viel Modern Warfare? Liegt tatsächlich an zwei Gründen. Der erste Grund ist so, es juckt mich tatsächlich. Okay. Es juckt mich tatsächlich nicht mehr so krass. Also, klar, wenn du so Leute hast, die nichts anderes machen, außer in irgendeiner Ecke zu sitzen, ärgert das mich zwar ganz kurz, aber wirklich nicht mehr so stark. So stark, wie es schon zu Release des Spiels war. Und kann es eigentlich sein, dass hier gerade niemand durch die Gegend rennt? Und ich hier gerade der Einzige bin, der etwas aggressiver spielt. Ja, aber echt. Ist das jetzt eine Verbündete? Ach gut, ist eine Verbündete. Da kriege ich immer Angst, weil man... Weil ich finde, wenn man das auf dem Radar sieht, ist es schon zu spät. Man sollte, sobald dieser Sound da eigentlich kommt, sollte man schon wissen, ob das eine Verbündete Hellstorm ist oder nicht. Der zweite Grund ist, warum ich wahrscheinlich wieder mehr MW spiele, ist einfach, kann es sein, dass die MW ein bisschen gefixt haben? Also, keine Ahnung, das Spiel wirkt nicht mehr ganz so langsam, wie es vorher war. Ich wusste nicht mal, dass da einer ist. Auch gut. Und mir fällt gerade auf, ich habe nur noch 10 Kugeln. Nein! Och nö, ich bin ein Vollidiot, Mann. Mann, ich hätte gerade meine Munitionsprobleme in einem Mal lösen können. Alter, ich verpiss mich von da. Natürlich sterbe ich wieder. Von einem Camper. Mit einer pinken M16. Headshots. Hallo. Hurra. Das war jetzt dämlich von ihm. So. Natürlich. Es pusht noch einer. Weil es immer zwei sind. Und weg ist er. Da kommt der zweite. Noch einer. Ey, wie viel campen da denn bitte? Mal ein bisschen mit der OG unterwegs. Und nicht mit Ascar. Die ich mittlerweile echt gut leiden kann. Gut, ich konnte das Visier nicht leiden, weil ich keine Ahnung nicht verstehe, warum die dieses Visier da reingemacht haben. Also, dass da oben so ein Stück fehlt im Grunde genommen. Weil irgendwie bei jeder Scar davor war das so ein ganzer Kreis. Und hier ist es nur so ein halber Strich. Zwei halbe Striche. Wir haben Alpha verloren. Zwei kommen wieder. Es kommen einfach wieder zwei Leute. Wir nehmen Alpha ein. Bereit. Der gibt mir einfach einen One-Hit. Okay.
Dreckscamper, ey. Kommt jetzt. So, geht doch. Natürlich kommt dann der Typ wieder. Ich finde es auch sehr gut, dass Infinity Ward nach nur ein paar Monaten auf die Idee gekommen ist, Overkill und Geist müssten eventuell ein bisschen gebalanced werden. Also man hat ja beide indirekt damit genervt, dass man jetzt entweder Overkill oder Geist spielen muss. Also ist ja jetzt dieser schöne Kombi Overkill-Geist so nicht mehr möglich. Naja, das Einzige, was ich, also ich überlege mir wirklich so eine Road to Damascus zu machen, aber ich suche irgendwas, noch irgendeinen Weg, das zu etwas eher Besonderem zu machen. Ich habe da wirklich keine Lust irgendwie, dass im Grunde nichts mehr ist als eine Reihe von Live-Commentaries. Und ihr könnt sehen, ich habe die Graufrei gespielt. Eine sehr gute Waffe, wie ich erfahren habe. Musste. Also, wir merken, Waffenbalance kann Infinity Ward nicht. Keine Ahnung, wisst ihr so, das bei Modern Warfare? Ich hatte gerade wirklich wieder so einen Moment, wo ich mich einfach gefragt habe, warum Infinity Ward? Zwei Gegner? Okay, das habe ich so nicht gesehen. Ich habe Rust gespielt. Also praktisch so die schlimmste Karte überhaupt. Einfach nur, weil da wirklich alles ist. Sehr klein, sehr chaotisch. Camper überall. Und noch beschissene Spawns. Also wirklich, da hast du alles. Und keine Ahnung, ich wünsche mir wirklich so einen Map-Filter, weil wenn ich wirklich nie wieder Vaken oder so spielen müsste, oder Rust, ich wäre viel glücklicher. Keine Ahnung, also manche Karten, ich finde das Spiel, also ich finde auf Hawkney Yard spielt sich das Spiel deutlich angenehmer als irgendwie auf Vacant, wo man permanent weggecampt wird, oder auf Rust, wo man spawnt, stirbt, nicht mal, weißt ihr, das ist nicht mal dieses gute Chaos oder so. Mein Shipment ist so eine Karte, die kann ich eigentlich ganz gut leiden, ist ganz nützlich zum Aufleveln von Waffen, aber ich meine, auf Rust, da kriegst du nicht mal teilweise die Chance, einen Kill zu machen. Komm. Will ich nicht. Dass die Spawns in MW nicht so gut sind, das ist ja nicht nur auf Rust, das zieht sich wirklich halt wie so ein roter Faden durch das gesamte Spiel durch, was das Spiel halt. Ich möchte nicht sagen, dass es gut, dass es jetzt von unmöglich auf unmöglich spielbar auf sehr geil gegangen ist. Es ist praktisch von unspielbar auf bedingt spielbar hochgegangen. Ich meine, am Ende kannst du halt wirklich nur immer das Gleiche sagen. Das Spiel hat Potenzial. Skill-based Matchmaking ist die blödeste Idee in der Geschichte von COD. Und halt auch ein. Ja, gut. Und ein Grund, was halt weniger an MW liegt, warum ich halt Spaß habe, so, ich bin so eine Person, ich grinde unglaublich gerne. Und wenn. Also Black Ops 4 gibt's im Grunde für mich nichts mehr zu grinden. Ich meine, die haben, was ich extrem schade finde, in Black Ops 3 konnte man ja. Ja, danke! Das noch zum Thema Spawns. Ja, danke. Ich spawn mitten von Gegnern. Ich grinde unglaublich gerne. In Black Ops 4 haben die dieses Spezialisten-System deutlich runtergeschraubt. Ich meine, in Black Ops 3 konnte man sich Heldentarnungen erspielen. Natürlich. Also nicht nur, dass der Typ auf mich schießt, wieder, statt auf meinen Gegner, sondern dass ich auch wieder der bin, der wieder gegen solche Leute spielen muss. Jo, ganz kurz, Joking Aces hier aus dem Cut. Mir ist aufgefallen, dass ich den Gedanken nicht zu Ende gebracht habe und einfach kurz zusammengefasst. Ich finde es schade, dass man in Black Ops 4 nicht wie in Black Ops 3 die Spezialisten hochleveln kann und dann so Outfits für sie freispielen kann.
das war es dann auch schon. Weiter mit dem Video. Ich renne wieder durch die Map und sehe keinen Gegner. Das war jetzt der erste Gegner seit wie lang? So, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch ein Like und ein Abo da. Und ja, ich guck mal, wie ich dieses Road to Damascus aufziehe. Denn ich habe ehrlich gesagt noch keinen Plan. Ich hoffe, dass ich auf jeden Fall am Ende von Road to Damascus nicht wegen mehrerer psychischer Krankheiten, die ich aufgrund von Frust mit den Waffen bekommen habe, in eine Nervenheilanstalt eingewiesen werden muss. Naja, bis zum nächsten Mal, euer Jace.